Hallo Frankfurt! Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Ja! Ihr seid heute Zeugen der Politiksimulation dieser Bundesrepublik geworden, liebe Freunde. Was wir seit 2013 hier in Hessen und in Frankfurt erleben, mit dieser Polizeiführung, mit dieser politisch geführten Polizei, habt ihr heute hautnah miterleben dürfen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Aber das hindert uns nicht daran, unsere Grundrechte in Anspruch zu nehmen, wie wir es 2019, 2020, 2021 getan haben, als man gegen uns die Wasserwerfer gerichtet hat, weil wir über die Straßen gelaufen sind, als wir Bußgelder bekommen haben, weil wir unsere Familien besuchen wollten. Und heute reichen ein paar in pink gekleidete Einhorn-Clowns, dass dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht mehr funktioniert. Das ist eine Schande, liebe Freunde. Aber ich kann euch sagen, ein Großteil der Polizisten oder der größte Teil der Polizisten macht einen guten Job. Und ich kann euch berichten aus dem Osten, aus Potsdam, wo ich herkomme, da würden solche Leute nicht 2 Stunden auf der Straße sitzen, wenn wir eine Demo durch die Stadt machen. Die wird nämlich geräumt, weil die Polizisten dürfen und da haben die Politiker nichts zu sagen, liebe Freunde. Es ist ein absolutes Problem dieser Bundesrepublik, dass mittlerweile jeder Teil dieses Staates, jeder Teil der Medien durchgefilzt ist mit Altparteien, liebe Freunde. Wir leben nicht mehr in einem freien Staat, wir leben in einem Parteienstaat. Und ich bin froh, dass mein Kollege Lars Hünig, der vorhin hier stand und geredet hat, ganz klar und deutlich vor 3 Monaten gesagt hat, wir als AfD, wir lehnen diesen Parteienstaat ab. Weniger Parteienstaat bedeutet mehr Demokratie, es bedeutet mehr Freiheit, liebe Freunde. Und genau dafür gehen wir auf die Straßen. Und wenn ich schon in der Frankfurter Rundschau wieder lesen muss, diesen Qualitätsblatt, was man ja eigentlich nur nimmt, wenn man auf die Toilette geht, aber sicherlich nicht zum Lesen, wenn ich da sehe und lesen muss, dass ich heute vor einen Haufen Verschwörungstheoretikern spreche, dann weiß ich doch genau Bescheid, wer sich heute hier versammelt. Es sind die Leute, die noch klar sehen, die Leute, die von diesem Staat, aber von diesem System stigmatisiert, ausgegrenzt werden. Wenn wir gegen Krieg sind, wenn wir gegen Agnes Strack-Zimmermann sind, dann sind wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Gesinnungspazifisten. Wenn wir gegen die Zwangsimpfung sind, dann sind wir Corona-Schwobler und Corona-Leugner. Wenn wir sagen, dass die Massenmigration in unser Land unkontrolliert uns nicht gut tut, dann sind wir Rechtsextremisten, liebe Freunde. Aber wenn das so ist, dann bin ich gerne erwiesener Rechtsextremist, wenn ich feststelle, dass diese Wahrheit einfach eine Wahrheit ist und falsch ist, liebe Freunde. Und wer mir dann noch erzählen will, dass das etwas mit Ausländerhass zu tun hat, mir, der mit einer Migrantin verheiratet ist, da kann ich darüber nur lachen, liebe Freunde. Es hat nichts mit Ausländerhass zu tun. Es hat was mit Liebe zum eigenen Land, mit Liebe zum eigenen Volk zu tun, wenn ich sage, ich kontrolliere meine Grenzen. Wenn ich möchte, dass nicht jeden Tag 2 Gruppenvergewaltigungen stattfinden oder die Messerangriffe um 30% steigen oder die Angriffe auf die Polizisten zunehmen, dann ist das eine Politik aus Liebe zum eigenen. Und das ist der Antrieb, den wir hier alle haben. Unser Antrieb ist nicht Hass. Unser Antrieb ist Liebe zum eigenen Land, Liebe zur eigenen Kultur und Liebe zum eigenen Volk. Und erst wer das erkannt hat und aus diesen Gründen auch rein mit sich ist, der kann nicht nur Politik für sich machen, der kann auch Politik für Europa machen oder auch auf der Welt helfen. Aber dafür muss man erstmal einen wirklich normalen Blick für das eigene haben. Und das haben unsere Politiker in den letzten Jahren leider verloren. Und sie werden von der Seite flankiert durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit 8,4 Milliarden Euro Zwangsbeiträge, liebe Freunde. Dagegen kämpfen wir an. Wir kämpfen gegen diese Mauer aus Propaganda an, gegen diese Mauer aus Indoktrination und Diffamierung.
haltet stand, liebe Freunde, und unterstützt weiter. Deutschland steht auf. Ich habe gerade gehört, die großen zwei Aktionen, die uns eigentlich noch bevorstanden, haben die Veranstalter eine Menge Geld gekostet. 10.000 Euro sind noch offen. Ihr habt hier vorne Spendendosen. Unterstützt gerne diese Bewegung, unterstützt die Freiheit und unterstützt die Organisatoren, damit wir beim nächsten Mal doppelt so viele Leute hier sind oder dreimal so viele Leute und die Menschen draußen erreichen und eine Wende in diesem Land endlich hinbekommen, liebe Freunde. Und wenn ihr diese Wende wollt, wenn ihr diese Wende wirklich wollt, dann geht ihr heute hier raus und erzählt den Menschen, was ihr hier erlebt habt. Ihr habt Menschen getroffen, die normale Menschen sind, die sich Sorgen um dieses Land machen. Und ihr habt Menschen getroffen, die aus Hass auf das eigene Land anderen Menschen die demokratischen Rechte nehmen. Und sagt diesen Menschen dann noch ein Drittes. Wenn sie jetzt eine Veränderung möchten, dann haben sie die Chance, am 9. Juni zur EU-Wahl auf europäischer Ebene alles zu verändern. Wählt am 9. Juni AfD, liebe Freunde. Das ist meine Partei. Wir setzen uns für euch ein. Wir setzen uns für ein freies Deutschland ein, für ein freies Europa mit souveränen Nationalstaaten. Und am 22. September unterstützt uns im Osten. Wir holen Sachsen, wir holen Brandenburg, wir holen Thüringen und wir stellen die ersten AfD-Regierungen und zeigen diesen Leuten und den Altparteien, dass wir Demokraten sind und dass wir dieses Land wieder auf die Spur bringen. Vielen Dank. Haltet durch!